Sei gegrüßt, Portalmeister. Ich bin Ion und ich geleite dich auf eine große Reise. Willkommen in den Skylands. Seit nunmehr 4 Jahren bekommen wir jeden Herbst ein neues Skylanders-Abenteuer zu Gesicht. Und auch dieses Jahr haben sich die Entwickler wieder einige Neuerungen einfallen lassen. Ob das für einen erneuten Kaufgrund reicht, verraten wir euch hier. Aber die Skylands waren nicht immer so friedlich. Wie jedes Jahr sind die Skylands mal wieder in Gefahr und natürlich steckt wieder der gemeine Chaos hinter dem Schlamassel. Dieses Mal ist er allerdings nicht alleine. Nachdem er das Treptanium-Gefängnis aufgebrochen hat, haben wir es gleich mit einer ganzen Bande neuer Schurken zu tun. Damit wir mit allen fertig werden, bekommen wir neue Skylander an unsere Seite, die Trapmeister. Diese haben die Fähigkeit, entflohene Schurken wieder einzufangen. Treptanium ist übrigens das mächtigste Element in den Skylands. Klar, Falle? Trap? Treptanium? Okay. Was ab hier geschieht, ist gewohnt bunt und unterhaltsam, wie wir es aus bisherigen Skylander-Abenteuern gewohnt sind. Wir treffen bekannte und neue Charaktere, doch alle haben eine Sache gemeinsam. Sie sind sympathisch und ebenso einprägsam, als wären sie aus einem Comicbuch. Bereits anhand der neuen Abenteuer merken wir schnell, dass sich die Serie stetig weiterentwickelt. Keiner der Abschnitte wirkt leblos erzählt und so erleben wir Kapitel für Kapitel einfallsreiche Geschichten in unterschiedlichsten Settings. Natürlich haben wir es auch im 4. Skylanders-Spiel wieder mit einem Portal und den bekannten Skylanders-Figuren zu tun. Möchten wir eine Figur spielen, stellen wir sie auf das Portal und schon finden wir sie in spielbarer Form auf dem Bildschirm. Dabei wird der Fortschritt, den wir im Spiel mit der Figur machen, auf einem Chip gespeichert, sodass wir sie in anderen Spielen der Serie oder zum Beispiel bei einem Freund weiter hochleveln können. Hier ist auf jeden Fall lobend zu erwähnen, dass alle Figuren ab dem ersten Titel auch im neuen Skylander-Abenteuer spielbar sind. Skylanders Trap Team ist komplett abwärtskompatibel. Doch einen Haken gibt es diesmal. Seit dem ersten Teil der Serie gibt es in den verschiedenen Kapiteln sogenannte Elementartore. Diese können nur von einem Skylander mit dem passenden Element geöffnet werden. Bisher war es dabei egal, aus welchem Teil die Figur stammt, doch in Skylanders Trap Team können nur Trapmeister diese Tore öffnen. Das bedeutet, dass wir von jedem Element eine neue Figur brauchen, wenn wir alle Tore öffnen möchten. Ansonsten spielen sich die Kapitel wie bisher auch, Gegner vernichten, Schalter umlegen, Schieberätsel lösen und Schlüssel suchen. Dank der Tatsache, dass die Skylander seit Swap Force auch auf Konsolen springen können, sind die Level deutlich spannender gestaltet und hin und wieder mit Plattformpassagen ausgestattet. Neben den bekannten Elementen wurden die Skylands mit ein paar Neuerungen versehen. So gibt es nun Brückenrätsel, abbaubares Treptanium und auch die Rätselboxen mit dem kleinen Froschgnom funktionieren nun etwas anders. Doch die größte Neuerung stellen natürlich die Traps, also die Fallen, dar. Das neue Skylanders-Portal sieht nicht nur aufregender aus als die Vorgänger, sondern beherbergt eine neue Funktion, das Schurkengefängnis. Hier können wir dank der Treptanium-Fallen bestimmte Schurken einfangen und diese im Spiel verwenden. Einmal gefangen, hören wir aus einem Lautsprecher am Portal, wie der gefangene Schurke mit uns spricht. So schön diese Idee ist und so viel Spaß und Abwechslung sie bringt, auch hier gibt es einen Haken. Um wirklich jeden Gegner, der uns begegnet, fangen zu können, benötigen wir mindestens eine Falle von jedem Element. Da im Starterpack nur 2 Fallen enthalten sind, müssen wir uns also noch 6 weitere Fallen kaufen, um auch wirklich alles im Spiel nutzen zu können. Doch vergessen wir mal die komplette Geschichte mit den physikalischen Figuren und Fallen und schauen uns nur das Gameplay an. Ist Skylanders Trap Team ein vollständiges Abenteuer? Auf jeden Fall. Zwar sind die Kapitel an sich rein linear, doch auch in der Universität, sozusagen der Zwischenwelt, gibt es einiges zu entdecken und zu erledigen. Wer also früher gerne Spyro, Jack and Dexter oder Ratchet und Clank gespielt hat, der wird sich in den Skylands wohlfühlen und bekommt guten, sauberen Adventure-Spaß geboten. Auch in der Umsetzung wurde nochmal deutlich nachgelegt. Swap Force sah auf den neuesten Konsolen bereits super aus, Trap Team geht allerdings noch einen Schritt weiter. Mehr Stofflichkeit, mehr Details, mehr von allem. Mit dabei wie immer eine sehr gute Synchro, komplett auf Deutsch, sodass auch die Jüngeren verstehen, worum es im Spiel geht. Oh, und unterwegs erzähle ich dir von dem Riesenfisch, der jetzt dort lebt. Die Zwischensequenzen können sich wieder sehr gut sehen lassen und machen direkt Lust auf eine ganze Serie oder einen Film aus dem Skylanders-Universum. Humoristische Einlagen und originelle Charaktere zeichnen ein Gesamtbild, das nicht den Eindruck erweckt, nur Beiwerk zu den Figuren zu sein. Spielen wir Skylanders zu zweit, geht der Spaß erst richtig los. Am lokalen Koop-Modus wurde seit Swap Force nichts geändert, was allerdings auch nicht stört. Das kooperative Gefühl wird durch die Tatsache unterstrichen, dass alle gesammelten Schätze, Energiespender und Erfahrungspunkte beiden Spielern zuteil werden und so gibt es keinen Streit darum, wer welchen Schatz öffnen darf. Ein Online-Multiplayer ist nicht mit von der Partie, was im Grunde auch keine Schande ist. Skylanders schreit nach Couch-Koop und hat genau hier seine Stärke.
18 Kapitel mit einer Spielzeit von je 30 bis 60 Minuten, 6 Kampfarenen, 9 neuartige Chaos-Schicksalsherausforderungen im Tower-Defense-Stil, neue Musikspiele, versteckte Truhen, Schätze und vieles mehr. Selbst wenn wir uns nach dem Starter-Set keine weiteren Figuren gönnen, haben wir unzählige Stunden saubere Unterhaltung vor uns, die dank der wählbaren Schwierigkeitsgrade nicht nur Kinder bestens unterhalten. Auch der neue Ableger der Skylanders-Serie bewegt sich einen Schritt nach vorne. Besonders die Tatsache, dass nach wie vor alle Figuren und Items vergangener Titel kompatibel sind, ist ein Grund zur Freude. Eine technisch einwandfreie Präsentation, witzige neue und liebgewonnene bekannte Charaktere und eine Vielfalt an Möglichkeiten machen Skylanders Trap Team zu einem ausgezeichneten Adventure. Zum Glück wurde ein Elite-Team von Skylandern gerufen, die legendäre Waffen trugen, um diese Schurken ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das war das Trap-Team.